Willkommen. Um genauer zu sein, willkommen an Bord. Mein Name ist nicht Florian Silbereisen, auch wenn es so ähnlich aussieht. Tut mir leid, es ist auch nicht das Traumschiff, ja, aber ihr habt im richtigen Hafen angelegt. Willkommen an Bord der MMCD 2024. Ich finde es großartig, dass ihr da seid. Mein Name ist Unicorn, ich darf zum Glück einer der Kapitäne dieses ganzen Pots hier sein. Ihr seht, es gibt noch viele andere beteiligte Menschen. Vielen Dank erstmal an alle, die seit mindestens 8 Monaten sehr intensiv darauf hinarbeiten, dass unsere Kreditkarte glüht. Dass wir hier tolle Dekorationen haben, die sich darum kümmern, dass hier alles für euch bereit ist an Bord, dass ihr eine der fantastischsten Kreuzfahrten eures Lebens haben könnt und möglichst CO2-frei. Ja, wir haben uns Mühe gegeben, aber im Vergleich zu anderen Anbietern sind wir da ganz weit vorne. Die Eröffnungsveranstaltung dieser Schiffsreise ist wie immer relativ kurz und unvorbereitet, weil wir mit anderen Sachen beschäftigt sind, als irgendwelche Folien vorzubereiten. Aber dank einer fantastischen Person, die ich persönlich noch nicht mal kenne und von der ich gar nicht weiß, ob sie jemals auf dem MMCD war, und zwar Live Niemczyk, haben wir dieses Jahr aber ein so geiles Design, dass ich auch Moderationskarten unbedingt mitbringen musste, auch auf denen nichts draufsteht. Ja? Aber es sieht viel professioneller aus. Ganz viele Grüße raus an Live, den ich hoffentlich auch mal irgendwann kennenlerne, der sich einfach hingesetzt hat und gesagt hat, die Vollidioten wollen Kreuzfahrtthema, her damit. Finde ich großartig, dass es so Menschen auf dem Planeten gibt. Was habe ich noch zu sagen? Wir müssen natürlich eine Mandatory Security Belehrung machen. Ja, ihr wisst, wo die Evakuierungsboote sind, ihr wisst, wie man einen Rettungsring benutzt und wenn ihr nicht schwimmen könnt, habt ihr halt Pech gehabt. Nachdem wir das jetzt hinter uns gebracht haben, es gibt ja auch tatsächliche Gefahren da draußen. Ihr habt es mitbekommen, es gibt immer noch so eine Virusinfektion, die sich Corona nennt und es hat auch Menschen getroffen. Das muss ich mal sagen, von mir ganz persönlich und ich glaube auch im Namen von allen, die hier sind, ein ganz großes Dankeschön an die Menschen, die sich getestet haben im Vorfeld, die leider die Erkenntnis gezogen haben, dass sie nicht für Gruppenveranstaltungen geeignet sind. Denen wünschen wir allen eine wirklich, wirklich schnelle und rasche Genesung ohne irgendwelche Folgen. Und ich bitte euch auch, wir haben sehr viele Tests da, wir haben auch sehr gute Tests übrigens da, testet euch bitte und zieht die richtigen Schlüsse daraus. Danke dafür. Wir finden auch einen Weg, die Menschen, die nicht anlegen konnten, hier in unserem Hafen mit einem entsprechenden fernmündlichen Versand der Gadgets dann zu unterstützen, dass sie wenigstens eine kleine Erinnerung dran haben, auch wenn sie nicht hier sein konnten. Und auch hier, wir haben zum Glück wieder die fantastischen Menschen vom VOG da, die sich ja auch darum kümmern, dass wenn ihr nicht hier in Darmstadt am Hafen anlegen konntet, dass ihr ja trotzdem auf eurem Seefahrts-TV zu Hause in der Bordkabine sozusagen unseren Inhalt, unsere ganzen Shows, die wir im Varieté aufführen, auf dem Unterdeck, ja, dass ihr die alle erleben könnt, auch zu Hause. Viel Grüße an die Empfangsgeräte in den anderen Kabinen und danke an das VOG, dass ihr wieder dabei seid. Traditionell die Frage, es ist noch ein bisschen leer, ich weiß, der Check-in ist etwas früher, normalerweise legen wir immer später ab mit der MMCD, also meistens ist glaube ich das Opening 17:37, jetzt haben wir dieses Jahr ja wegen 20 Jahre gibt es den Kahn schon, ja, wir müssen glaube ich mal wieder, Kiel holen lassen, ob unten noch alles dicht ist, also gucken wir mal, wie wir dafür finden. Tatsächlich 20 Jahre gibt es den Raffel schon und dieses Jahr haben wir uns deswegen zum Glück ein längeres Wochenende aussuchen dürfen. Ja, danke auch an die Uni, die das möglich macht, gerade auch an die Fachschaft Informatik hier, mit der es einige organisatorische, sag ich mal, Abstimmungsprobleme gab, weil die ja gleichzeitig hier auch die Erstsemester-Einführung machen. Ja. Freut euch also, dass wir auch ganz viele junge Erstsemester hier kennenlernen, die zum Teil hier auch im Gebäude sein werden. Aber danke, dass das geklappt hat, dass wir dieses längere Wochenende nutzen können, dass wir einen ganzen Tag oder eigentlich anderthalb Tage mehr MMCD haben dürfen mit euch. Da können wir nicht entferntere Ziele ansegeln. Das ist ja auch das Tolle. Ich habe es angesprochen, 20 Jahre sind wir jetzt schon auf See unterwegs mit dem dicken Schiff hier. Das heißt, ich freue mich auch, dass wir morgen Abend, das ist glaube ich eine... Ich sollte nochmal nachgucken, wann eigentlich die Sachen stattfinden, bevor ich hier auf der Bühne stehe. Ich glaube, morgen Abend ist eine 20-jährige MMCD-Gala, oder es war Samstag, einer von beiden Tagen. Wie auch immer, auf der See gibt es keine Zeit.
Ja, die Wellen reichten mir. So, auf jeden Fall, irgendwann haben wir auch eine 20 Jahre MMCD-Gala und ihr habt es gelesen, ihr dürft gerne in Abendgarderobe kommen, was auch immer das für euch bedeutet. Ihr müsst es aber natürlich nicht, ihr seid auf jeden Fall willkommen und ich freue mich, dass wir viele Menschen hier haben und hier haben werden, die die MMCD mitgemacht haben, die auch schon länger dabei sind, zum Beispiel als ich, die uns ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählen. Ich freue mich, dass wir da ein bisschen was erleben und ich glaube, ihr habt da auch was davon, wenn ihr kommt. Von daher freue ich mich da sehr darauf, ja. Wenn McFly bis dahin sein Auto repariert hat und hier anreisen konnte. Kleiner Hinweis auch, es gab 2-3 Programmverschiebungen jetzt heute nochmal. Vor einer Stunde haben wir die letzte Fahrplanversion für heute veröffentlicht. Wahrscheinlich, vielleicht. Aber wir haben ja zum Glück dadurch, dass wir Pre-Talks einsetzen, haben wir eine fantastische Software, die auch dynamische Fahrplanänderungen erlaubt, die man ab und zu mal braucht, wenn die See etwas stürmischer wird. Demzufolge hat das auch geklappt. Guckt nochmal drauf, dass eure Terminkalender passen. Und wenn ihr Vortragender oder Vortragende seid, dann habt ihr nicht nur hoffentlich schon die unglaublich fantastische Speakers Lounge, die dieses Jahr noch größer geworden ist, weil wir viele, viele Speaker haben, gefunden und euch da schon mal über das Angebot informiert. Ja, es gibt ja immer, wisst ihr, es gibt eine Offiziersmesse und es gibt halt die andere Messe. Ja. Demzufolge habt ihr das hoffentlich schon gefunden und guckt nochmal nach, dass eure Vorträge, wann sie stattfinden und dass ihr die auch findet und dass ihr denn hier auch auf der Bühne stehen könnt und euren fantastischen Content, für den ich mich sehr bedanken wollte, mit hier rüberbringen könnt. Ja. Ich muss mich entschuldigen, wir haben ja viele Menschen auch ablehnen müssen. Wir hatten noch nie so viele Einreichungen wie dieses Jahr. Vielleicht lag es an der Speakers Lounge. Vielleicht sollten wir doch mal auf Trockenbrot und Wasser umsteigen. Anscheinend ist die bisherige Verpflegung etwas zu gut. Aber so ist das Leben halt. Aber ich freue mich. Ich bedanke mich auch bei den ganzen Menschen, die bei den Reviews geholfen hatten. Wir hatten fast 1000 Reviews. Das sind Dimensionen, die wir sonst irgendwie nur beim Congress haben oder höher. Also wir haben wirklich intensiv uns die Sachen angeguckt und haben leider schwere Entscheidungen treffen müssen zum Teil. So ist das leider, aber ich glaube, wir haben ein Programm, wo hoffentlich alle irgendwie was finden und außerdem haben wir auch noch neben dem Programm ganz tolle Sachen. Ihr habt es gemerkt, wir sind im Oktober, die See ist etwas stürmischer geworden draußen, als wir sonst immer in unserem hochsommerlichen September haben. Ja, obwohl sich irgendwie sehr komische Menschen sehr viel Mühe geben, ist der Klimawandel, die Klimakatastrophe noch nicht so weit vorangeschritten, dass auch der Oktober schon Dürre ist. Noch ist es hier stürmisch, das heißt, wir haben wahrscheinlich mehr Indoor. Ich sehe, viele Menschen haben eine Maske auf, gehen da die persönliche Entscheidung, dass sie das Risiko reduzieren. Das dürft ihr gerne auch machen. Ja, da ist hier sicherlich ein Vorteil, wenn man sich da selbst schützt, weil ihr wisst es, es ist ein öffentliches Gebäude. Ja, wir können jetzt nicht beliebige Regeln auch da durchsetzen. Ich hoffe, wir haben mit unserem Testangebot und mit unseren ganzen Maßnahmen, die wir planen, mit Luftfiltern auch ein bisschen was reduzieren können. Aber da bitte ich euch, selbst für euch zu entscheiden, wie ihr damit umgeht. Tatsächlich glaube ich aber auch, ihr werdet sehen, die Indoor-Sachen sind ganz schön. Ich hoffe, ihr habt schon mal gehört, dass wir auch dieses Jahr wieder eine Lounge haben werden. Es treten auch, habe ich gehört, Musiker auf, die stehen jetzt auch im Fahrplan, die vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat aus der Vergangenheit der MMCD. Schön, dass die wieder da sein konnten. Und wenn ihr die Lounge dann gefunden habt, die ist übrigens weit weg, wo sie bisher war, dann habt ihr da ein, glaube ich, sehr cooles tropisches Erlebnis. Da möchte ich auch nochmal die Universität möchte ich mich bedanken, dass sie es wirklich geschafft haben, dass dieser Kellerraum konstant 35 Grad hat, in dem die Lüftung halt einfach konstant rein warm lüftet. Das heißt, wir haben wirklich dieses Ibiza-Strandfeeling in der Lounge. Ich gebe euch den Tipp, nein, wir haben Klimatechnik informiert, aber es ist Feiertag, da könnt ihr nicht erwarten, dass irgendwas passiert an diesem Gebäude. Demzufolge wisst ihr, kommt lieber mit dem T-Shirt in diese Lounge. Genau. Danke aber nochmal an DJ Spock, der da mit einer coolen Crew sehr viel aufbaut. Das war's von mir. Diese Veranstaltung ist wie immer nicht unser Event. Wir sind im Vorfeld dafür da, das Konto zu leeren. Ihr seid dafür da, auf dem Event eure Veranstaltung draus zu machen. Wohin das Schiff segelt, wo wir anlegen, entscheidet ihr. Was wir unterwegs erleben, was wir unterwegs für interessante Untiefen erfischen oder nicht, liegt auch an euch. Ohne euch würde es dieses Event nicht geben, ohne euch wird es dieses Event nicht mehr geben und ich freue mich, dass hier relativ viel mit ihrer Matrosenschutzausrüstung schon im Saal sitzen. Auch ihr dürft, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, euch gerne melden und dürft helfen, dieses Event zu etwas Großartigem zu machen, in unserem fantastischen Matrosensystem euch anmelden, weil natürlich gibt es hier viel zu tun und ihr dürft aber auch hier viel tun im Sinne von, ihr dürft hier das Event zu eurem eigenen machen und wir freuen uns. Ja.
Das nur von mir. Hier danach ist jetzt direkt schon mal der erste kleine Hinweis, was wir unseres Jahr für Motto haben. Ich freue mich, dass Habrock zufällig sich mit AIS beschäftigt hat und sich über Schiffe über Schiffe informiert. Zufälle gibt's. Fantastisch, dass sowas klappt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr danach auch alle die Knotenprüfung ablegen könnt. Es wird nämlich vor dem Verlassen des Gebäudes geprüft. Ansonsten müsst ihr noch ein Jahr da bleiben und bis zum nächsten Jahr üben. Dann bedanke ich mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch eine fantastische Seefahrt zu erleben. Ich freue mich, dass wir zusammen in See stechen und sage jetzt mal, Leinen los.